Gut. Okay, dann heiße ich alle hier im Saal und auch die Zuschauer vom Livestream, alle hier willkommen und unsere nächste Rednerin natürlich auch zum Thema Erlernen, warum die Zivilgesellschaft eigene Kompetenzzentren brauchen. Für mich ist das Thema auch relevant, deswegen bedanke ich mich da auch schon mal direkt bei ihr, weil ich auch im familiären Raum Leute habe, die in dem Bereich was lernen. Und deswegen gebe ich auch direkt weiter an unsere Rednerin. Danke schon mal. Okay, ich bin unmuted, ihr hört mich, super. Ja, vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, unsere Lernplattform vorzustellen. Ich bin Lisa Reiber, eine von vielen, vielen Datenwissenschaftlerinnen aus dem Correlate-Netzwerk. Wer wir sind, Correlate, wie gesagt, ein Netzwerk, was Skilled Volunteers verbindet oder Verbindungen schafft zu gemeinnützigen Organisationen. Und was wir machen, fußt so ein bisschen auf drei verschiedenen Bereichen. Zum einen, und das ist einer der Haupttätigkeitsbereiche, in dem die Volunteers tätig sind, sind es so Pro Bono-Projekte mit gemeinnützigen Organisationen, die so von 1 bis 6 Monaten dauern. Zweiter Tätigkeitsbereich ist Bildung, wo wir versuchen, nicht nur punktuell mit den gemeinnützigen Organisationen zusammenzuarbeiten, sondern auch in den Organisationen selbst Fähigkeiten und Data Literacy Skills aufzubauen. Und der dritte Tätigkeitsbereich ist so zusammengefasst als Dialog. Also da geht es auch sehr viel um Öffentlichkeitsarbeit, das Thema Digitalisierung und Data Literacy in der Zivilgesellschaft politisch voranzutreiben und im Gespräch mit den gemeinnützigen Organisationen und der Öffentlichkeit zu bleiben. Und da haben wir zum Beispiel den Podcast Coral Talk, den ich allen empfehlen kann, und verschiedene Blogposts. In dem Talk heute geht es quasi um den mittleren Teil Bildung und um die Frage, wie wir digitale Kompetenzen nachhaltig vermitteln können, vor allem in Bezug auf die Zivilgesellschaft und gemeinnützige Organisationen. Und dafür haben wir in den vergangenen Jahren eine Lernplattform bei Correlate entwickelt, um ein niedrigschwelliges Format zu schaffen, was vor allem die Bedarfe von gemeinnützigen Organisationen auf die Bedarfe zugeschnitten ist. Die Herausforderungen, die wir nämlich meistens in den Projekten mit gemeinnützigen Organisationen festgestellt haben, ist, dass es sehr geringe Kenntnisse teilweise in den Organisationen selbst gibt und es keine Ressourcen oder keine Zeit gibt, diese aufzubauen. Mit Datenkompetenzen meinen wir die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und auszuwerten. Und daraus ergibt sich quasi die Notwendigkeit, wenn wir Projekte mit gemeinnützigen Organisationen haben, dass dort zumindest ein Mindestmaß an Data Literacy Skills vorhanden ist, damit sie uns zum Beispiel ihre Bedarfe überhaupt mitteilen können und überhaupt in der Lage sind, uns zu erzählen, was denn ihre Bedarfe sind, damit dann die Freiwilligen diese umsetzen können. Oder zum Beispiel auch, damit entwickelte Lösungen dann in der Organisation Fortbestand haben und überhaupt genutzt oder verstanden werden können. In der Zivilgesellschaft ist der Bedarf quasi auch schon bekannt. Das, was wir in der Praxis in Zusammenarbeit mit den NGOs und Non-Profits erleben, spiegelt sich auch in dem Digital Report Non-Profits und IT wieder, wo Non-Profits unter anderem angeben, dass ein häufiges Hindernis eben ist, dass sie nicht genug Wissen in dem Bereich verfügen und auch nicht über genug Ressourcen, um Digitalisierung bei ihnen selbst voranzutreiben. Und wenn man sich anguckt, was in der Privatwirtschaft dort für Angebote sind, was es da für Angebote gibt, ist es teilweise so, dass die Angebote zu teuer sind oder nicht auf die Bedarfe von in gemeinnützigen Organisationen zugeschnitten sind, weil dort meistens nicht die Ressourcen vorhanden sind, dass eine Person ein komplettes Studium Data Science ablegt,
Und darüber hinaus haben wir festgestellt, dass teilweise Wirkungsorientierung in diesen Angeboten fehlt oder zum Beispiel das Thema Datenschutz und Datenethik, was viele Organisationen im gemeinnützigen Bereich sehr beschäftigt, da unterrepräsentiert sind. Also, dass quasi die Angebote in der Privatwirtschaft nicht unbedingt die Bedarfe, die in der Zivilgesellschaft vorhanden sind, abdecken. Und deswegen haben wir, ich sage immer wir, aber es ist hauptsächlich eine Person. Bei Correlate gibt es quasi drei Hauptangestellte und der Rest ist ehrenamtlich. Und Nina, die bei Correlate bisher in diesem Bildungsbereich quasi zuständig war, hat dieses Projekt vor allem konzipiert und da sehr viel Herzblut reingesteckt und dann die anderen meistens koordiniert. Und daraus ist die Lernplattform Erlernen entstanden. Es sind 12 Lektionen, die einmal in einem Quartal durchlaufen. Und da gibt es quasi jeweils 15 Plätze für Menschen aus der Zivilgesellschaft, die daran teilnehmen können. Und diese Plattform, die wir gebaut haben, basiert auf Markdown und R. Dafür benutzen wir LearnR, das ist ein R-Package. Und was diese Verbindung quasi uns ermöglicht, ist es in der Plattform sowohl normalen Text als auch Abbildungen und Illustrationen unterzubringen, aber auch Codeübungen, die direkt interaktiv auf der Lernplattform ausgeführt werden können. Außerdem diese interaktive Quizfragen und es gibt die Möglichkeit, Videos einzubetten. Und das wollte ich euch jetzt direkt schon mal kurz zeigen. Genau, hier seht ihr die Willkommensseite unserer Lernplattform. Und hier links sind die verschiedenen Themen. Also ganz am Anfang geht es zum Beispiel dann auch um Datenschutz und Datenethik. Und die Leute werden direkt, also brauchen keine Vorkenntnisse und werden direkt in R und in die R-Studio, die eine Coding-Umgebung für R, eingeführt, direkt vom Anfang mitgenommen, lernen dann über Datenimport, wie sie verschiedene Daten auch importieren können, auch über APIs. Und dann geht es weiter zu Datentransformierung, Data Cleaning, Datenvisualisierung und dann, und das passt dann auch zu meiner Rolle in dem Projekt, da war ich dann Tutorin für Reports in R Markdown und Report Automatisierung. Da komme ich dann später nochmal zu. Genau, also hier sind quasi die verschiedenen Inhalte der Plattform. Und das ist eine Art Menü und hier seht ihr quasi den Teil, mit dem man dann interagieren kann. Das ist quasi die Willkommensseite, wo die Leute nochmal einen Überblick bekommen und hier seht ihr auch die drei Leute, die da maßgeblich an der Erstellung beteiligt waren. Das jetzt erstmal nur zum Einstieg, aber ihr seht schon hier, wie zum Beispiel ein Video eingebettet ist, was geguckt werden kann. Und hier ist so ein Beispiel, das hatte ich schon vorhin getestet, wo man hier quasi aufgefordert wird, seinen Namen einzugeben. Ich sehe jetzt den Bildschirm nicht so gut, aber wenn man das dann macht. Und hier auf Ausführen drückt. Und das Internet funktioniert. Okay, dann würde jetzt im besten Fall darunter der Output, quasi der durch diesen Code generiert wird, erscheinen. Aber das Internet scheint nicht zu funktionieren. Ja, Classic. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal zurück zum Vortrag und dann gucken wir mal, ob es später besser funktioniert. Genau, also jetzt habt ihr so einen Überblick bekommen, wie sowas aussehen kann. Genau, das ist quasi die
rechts nochmal die Lernplattform, was ihr eben gesehen habt, und hier links ist der R-Code, der das quasi dann produziert. Also die Lernplattform ist quasi auch in R und Markdown geschrieben. Wie ich eben schon erwähnt hatte, haben wir darauf gesetzt, dass es nicht nur so ein Massive Open Online Kurs ist, wo Leute teilnehmen können und das selbstständig konsumieren und dann hoffentlich was daraus lernen, sondern wir haben auch auf menschliche Interaktion gesetzt, um eben auch von den großen Abbruchquoten wegzukommen und da so ein bisschen die Leute mehr mit an die Hand zu nehmen und den menschlichen Faktor zu berücksichtigen, weshalb wir für jede Lektion ehrenamtliche TutorInnen gefunden haben, die dann für diese Woche die 15 Teilnehmenden betreuen und für Feedback und Fragen zur Verfügung stehen. Genau, das haben wir quasi als hybride Struktur entworfen, indem wir regelmäßige Treffen bei Zoom hatten, Kommunikationsräume eingerichtet haben, zum Beispiel mit Slack, wo auch ständig Rückfragen gestellt werden konnten und beantwortet wurden. Außerdem diese interaktiven Übungen, die eben ja schon mal ein bisschen schiefgelaufen ist aufgrund der Internetverbindung. Und wir haben Wert darauf gelegt, verschiedene Lernformate zu inkorporieren. Also wir haben immer jeweils eine Videozusammenfassung, die die TutorInnen gedreht haben, und dann nochmal textbasierte Zusammenfassung, damit Leute, je nachdem wie sie besser lernen können, da überall quasi Abdeckung finden. Und der Ablauf war, dass wir jeden Freitag neue Materialien veröffentlicht haben, mit dem Video und den wichtigsten Kernaussagen. Dann standen die Übungsmaterialien zur Verfügung und wir hatten freiwillige Lernzielkontrollen, die die Teilnehmenden dann ausprobieren konnten. Und dann am nächsten Freitag darauf gab es dann wieder die Live-Session, wo die Übungen quasi besprochen wurden mit der Tutorin für das jeweilige Thema. Und zusätzlich konnten die Teilnehmenden One-on-One-Sprechstunden in der Woche buchen, falls sie Probleme hatten, die gelernten Inhalte auf ihre Arbeit zu übertragen und da direktes Feedback bekommen zu können. So, und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich es nochmal probieren würde. Ja, das könnte ich. Oh Gott. Okay, sehr schön. Also hier sehen wir jetzt nochmal die Vorschau und dann wird quasi direkt das, was hier der Code gewesen wäre, ausgeführt und man kann direkt sehen, was dabei rauskommt. Hier unten sind dann quasi so Quizfragen und man bekommt auch direkt Feedback, wenn man falsche oder richtige Antworten gibt. Man kann es dann nochmal versuchen, bis es irgendwann richtig ist. genau. So, bisher hatten wir schon 4 erfolgreiche Durchläufe von diesen 12 Lektionen, jeweils mit Teilnehmenden aus der Zivilgesellschaft. Und das Feedback, was wir bisher bekommen haben, war, dass es sehr praktisch war, dass es so hands-on war und die Personen das quasi auch teilweise in ihren Alltag, also in ihre Arbeitsprobleme gleich übertragen konnten. Dass es vor allem nicht dazu geführt hat, dass sie jetzt komplett ein Data Science Curriculum durchlaufen haben, aber zumindest dazu befähigt sind, sich mit Datenanalystinnen in Zukunft auszutauschen und da zumindest mitreden zu können oder die Sachen einordnen zu können, die sie jetzt so lesen oder mitbekommen. Ich glaube, ich würde
das jetzt mal so stehen lassen und nochmal Zeit für, also das Eröffnen für Fragen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, haben wir die Website und der nächste Erlernzyklus fängt am 7. Oktober an, also jetzt schon bald. Genau. Gibt es Fragen? Falls nicht, hätte ich vielleicht noch eine Minute, um euch auch den Code auf GitHub zu zeigen. Einfach von Mund halten, prima. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin eben auch kurz auf Ihrer Website gesehen, bin hier bei Bits und Bäumen. Ich kann die Bäume bei Ihnen überhaupt nicht erkennen. Also will sagen, den Sachverhalt nachhaltige Digitalisierung scheint irgendwie bei Ihnen nicht angekommen zu sein. Sie arbeiten mit Google, Sie arbeiten mit Zoom. Wo ist da die Vision, welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit, ich sag mal außerdem der Bildung sozusagen, der natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, liefern Sie sonst, warum nicht nachhaltige Digitalisierung? Danke für die Nachfrage. Ich würde sagen, die Nachhaltigkeit bei dem Projekt oder bei unserem Ansatz ist eher darin, dass wir über dieses punktuelle Helfen, also punktuelle Zusammenarbeiten mit den NGOs oder gemeinnützigen Organisationen hinaus wollen, zu die Organisation selbst dazu befähigen, eigene Projekte zu machen, leichte Analysen selbst zu machen und quasi schon mal in Zukunft dann auch selbstständig damit weiterarbeiten können, damit, genau. Kurz nochmal die Frage war, warum die Digitalisierung nicht selbst nachhaltig gestalten. Das muss man sagen, sonst wird es im Stream nicht gehört. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man in einer größeren Runde diskutieren könnte. Weitere Fragen? Ja, also erstmal vielen Dank auch für den Vortrag. Ich finde es sehr spannend und Alice finde ich persönlich, also ich kann so ein kleines bisschen R programmieren und finde es auch ganz gut, weil damit kann man sehr viele Fragen beantworten oder gerade wenn es um größere Datenmengen geht. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist, vielleicht kannst du es gerade nochmal sagen. Das Ziel ist, dass man NGOs dazu befähigen soll, selber Probleme zu lösen oder dass sie dann mit Wissenschaftlern zusammen irgendwelche Fragestellungen beantworten. Es geht ja wahrscheinlich nicht darum, die Leute dann selbst zu Programmierern auszubilden oder programmierenden Personen. Oder kannst du gerade noch mal so die Ziele ein bisschen umreißen? Ja, ich glaube, so in the best of all worlds hätten viele gemeinnützige Organisationen alle ihre eigene IT-Person oder ihre eigenen Data Analysts, die sie einstellen könnten, wo sie Geld dafür hätten. Und dieses Geld oder das Wissen, was damit einherkommt, fehlt halt häufig. Und statt quasi dann in Zusammenarbeit mit Freiwilligen wie zum Beispiel von Correlate halt immer punktuell nur zu helfen, ist es das Ziel, langfristig halt auch Datenkompetenzen in den gemeinnützigen Organisationen aufzubauen. Und da ist der erste Schritt quasi erstmal Grundlagen und Basiswissen in dem Themenfeld zu vermitteln, damit die Leute dann auch zum Beispiel überhaupt mitreden können oder ihre Bedarfe besser formulieren können, um zum Beispiel Ausschreibungen zu schreiben oder auch Anträge zu schreiben, weil da teilweise auch so ein Grundwissen nötig ist, um überhaupt zu wissen, was man braucht oder wie man dann mit Leuten kommunizieren kann, die einem dann weiterhelfen können. Hallo, Clemens Gruber von der Uni Bremen damals noch. Zur Nachhaltigkeit, wir hatten ein Projekt, das wurde vom Bundesforschungsministerium gefördert und hatten netterweise Unterstützung durch CoralAide. Die haben nämlich uns bei der Datenauswertung von Bienenvölkern unterstützt. Also das war sehr nachhaltig und vielen herzlichen Dank dafür. Also ich denke schon, dass man eben auch mit diesen Datenmanagement, Datenauswertung solche Projekte unterstützen kann, wenn dann eben die Ressourcen vielleicht wie bei uns nicht
so da waren, dass wir eben das nur zum Teil selber machen konnten. Klar, ich denke, ich kann mal irgendwie auf Slack verzichten und auf Zoom und kann da vielleicht Big Blue Button und was anderes dafür nehmen, aber jeder kann ja noch lernen und weiterarbeiten. Und dieser Ansatz jetzt zu sagen, okay, R zu nehmen als Open Source Projekt und Produkt und da eben jetzt die Leute wirklich zu enhancen, Daten selber auszuarbeiten, finde ich super. Ich habe noch mit SPSS gearbeitet in der Uni und wäre eigentlich ganz froh heute, wenn ich es mit R damals gelernt hätte, weil ja, ist einfach Open Source. Vielen Dank für die Vorstellung. Dankeschön. Test. Gut, dann denke ich, das ist auch ein gutes Schlusswort für den Vortrag. Dann bedanke ich mich nochmal im Namen von Bits und Bäume, aber auch von mir selbst bei Lisa Reiber und Coral Aid. Und danke sehr.